Kinder. Hallo, Pater Bernhard. Grüß dich, Joka. Heute sind wir wieder in der Kirche. Und heute möchten wir uns ganz wichtige Orte in der Kirche genauer anschauen. Und du, Pater Bernhard, erklärst uns ganz bestimmt diese Orte ein wenig, oder? Recht gerne mache ich das, Kinder. Der erste Ort, den wir in der Kirche begegnen, das ist das Weihwasserbecken. Wir kommen hierher, wenn wir die Kirche betreten. Und Joka, in Erinnerung an unsere eigene Taufe, tauchen wir unsere Finger in das Weihwasser und machen das Kreuzzeichen und sagen dabei auch eben, wie immer, wie wir gewohnt sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also wir wissen, dass Gott jetzt bei uns ist und wir uns in seinem Namen, in seinem Haus befinden. Und dann betreten wir, Joka, ganz normal die Kirche. Du weißt sicher bestimmt noch, was wir dann hier unten, wenn wir in das Hauptschiff gekommen sind, machen, oder? Ja, eine Kniebeuge. Genau, also wir beugen das Knie in Richtung Tabernakel. Das ist jener Ort, Joka, bei dem auch das ewige Licht brennt. Dieses rote Licht, das wir im Hintergrund sehen. Können wir da ein bisschen näher hingehen? Natürlich, Joka. Jetzt kann ich's gut sehen. Aber Tabernakel, was ist denn das für ein schwieriges Wort? Was heißt denn Tabernakel überhaupt? Also, der Tabernakel ist jener Ort, an dem wir Jesus im heiligen Brot, in der heiligen Eucharistie aufbewahren. Und Tabernakel erinnert uns daran, es heißt übersetzt, das kleine Zelt, das auch Gott mit dem Volk Israel, als er das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, in einem Tabernakel das Volk begleitet hat. Und es war der Ort, an dem die Leute Gott begegnen konnten. Das erinnert uns auch eben an das rote Licht. Wir nennen es das, weißt du, Joka? Ewige Licht. Genau, das erinnert uns, Jesus ist gegenwärtig. Und deshalb machen wir, wenn wir in die Kirche kommen, eine Kniebeuge. Wir grüßen Jesus und wir sagen, Jesus, sei da für mich, beschütze mich, begleite mich. Das heißt, im Tabernakel ist also das heilige Brot. Stimmt's, Pater Bernhard? Genau, im Tabernakel ist Jesus selbst in diesem wichtigen Zeichen des heiligen Brotes, der Eucharistie. Von hier aus holen wir eben die Eucharistie bei der Messe, beziehungsweise auch wenn jemand krank ist, können wir von hier das heilige Brot, Jesus, den Leib Christi, mitnehmen zur Stärkung für den Kranken. Das heißt, auch wenn ich sonst in die Kirche komme, wenn keine Messe ist, ist Jesus immer ganz da. Genau, Jesus ist immer da. Daran erinnert uns eben das ewige Licht und deshalb machen wir vor dem Tabernakel eine Kniebeuge. Echt cool. Jetzt hast du vorhin gesagt, irgendetwas mit einem Schiff, aber in der Kirche ist doch kein Schiff. Nein, das ist natürlich eine Bildsprache. Also wir verwenden immer wieder Bilder, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und so sagen wir, die Kirche ist wie ein Schiff, das auch über das große Meer der Welt geht und auch Wellen hat, Stürme ausgesetzt ist, aber niemals untergehen kann, weil Jesus sozusagen der Kapitän ist, der uns führt. Und darum haben wir auch in der Kirche wichtige Orte. Zum Beispiel ein Schiff steuern wir ja von einem Steuerrad. Das ist in der Kirche, Joka, das Wort Gottes. Es gibt uns die Richtung an, in die wir gehen sollen. Also, wie du schon weißt, der Ort, wo wir das Wort Gottes verkünden, das ist der, kannst du dich erinnern, Joka? Ja, das ist der Ambo, genau. Oder auch Tisch des Wortes genannt. Genau, Joka, den haben wir eben hier drüben, den Ambo. Er erinnert uns, das ist fast wie ein Steuerrad, wie mein Schiff lenkt.
Also das Wort Gottes gibt uns die Richtung vor, in die wir gehen sollen. Und auf jedem Schiff gibt es sozusagen auch eine Kommandobrücke. Also dort, wo der Kapitän steht und das ganze Schiff eben kontrollieren kann und auch darauf achten kann, dass alles gut läuft. Das ist in der Kirche, Luca, der? Meinst du den Altar? Genau. Und wie heißt der noch? Tisch des? Brotes, weil dort ja das Brot verwandelt wird. Genau. Also wir bringen auch die Gaben zum Altar. Und deshalb ist das sozusagen auch die Kommandobrücke. Dort, wo das Wichtigste während der ganzen Messe geschieht. Und Joka, jetzt in dieser Osterzeit stehen wir vor einer großen Kerze. Das ist die Osterkerze. Die ist aber schön. Warte ein bisschen. Ich möchte mir die ein bisschen genauer ansehen. Da erkenne ich oben ein A und was hat denn dieser Buchstabe zu bedeuten? Das sind zwei griechische Buchstaben, Joka. Die heißen Alpha und Omega. Das heißt von A bis Z. Und das erinnert uns, Jesus ist von Anbeginn da und er vergeht nie. Er ist immer bei uns. Und die Osterkerze brennt eben jetzt in dieser Osterzeit, also bis Pfingsten, genau 50 Tage nach Ostern, aber auch jedes Mal, wenn wir zum Beispiel die Taufe feiern, wenn wir die Firmung feiern oder auch, wenn wir die Messe für jemanden haben, der verstorben ist. Denn sie erinnert uns an Jesus, das Licht der Welt. Und deshalb brennen und zünden wir auch die Altarkerzen immer an. Sie sind eine kleine Erinnerung an die Osterkerze und erinnern uns daran, Jesus ist das Licht der Welt. Jesus schenkt sich uns ganz, er behält nichts für sich, so wie eine Kerze. Wenn ich sie anzünde, wird ja die Kerze immer kleiner, weil sie sich verbraucht, weil sie ihr Wachs spendet, damit es Licht gibt. Doch Jesus schenkt sich uns ganz her, er behält nichts für sich. Weißt du, Pater Bernhard, wie ich da nach hinten geschaut habe, da habe ich voll ein schönes Bild gesehen. Komm, lass uns mal da nach hinten gehen, damit wir das genauer anschauen können. Gerne. Luca, weißt du, in der Kirche gibt es eben immer viele Bilder, weil die auch etwas erzählen. Entweder die Heiligen oder wie in unserem Fall über die Mutter von Jesus, über Maria. Wenn du, Joka, genau wissen willst, wie eine Kirche heißt, also welchen Heiligen sie geweiht ist, dann musst du immer auf das große, wir nennen es Altarbild, schauen. Dort ist immer das Motiv, das Thema gewählt, also gemalt, dem eben die Kirche geweiht ist. Und in unserem Fall sehen wir, Maria wird in den Himmel aufgenommen. Also unsere Kirche, die Pfarrkirche Neukirchen, ist dem Fest Maria Aufnahme in den Himmel, Maria Himmelfahrt geweiht. Und vor dem Altarbild haben wir, Joka, auch ein besonderes Marienbild. Ja, das ist die Darstellung der sogenannten Passauer Mutter Gottes. Das ist eine Kopie hier bei uns, weil auch unsere Pfarrkirche eine Wallfahrtskirche ist. Und Joka, weißt du, es gibt sogar ein eigenes Buch, das über Wunder erzählt, die hier in Neunkirchen und in der Umgebung geschehen ist. Es ist das sogenannte Mirakelbuch. Da wird erzählt, dass Leute hierher gekommen sind, vor diesem Bild gebetet haben und dann sind sie zum Beispiel gesund geworden, haben wieder Freude und Frieden gefunden. Das ist sehr interessant, dieses Buch zu lesen. Aber Pater Bernhard, jetzt stehst du noch vor einem ganz einen wichtigen Ort. Der ist ein bisschen verschlossen, aber er schaut wunderschön aus, dieser Stein. Was ist denn das da, wo wir jetzt gerade sind? Das, Joka, ist der Taufbrunnen. Also der Ort, wo wir durch die Taufe in die Kirche aufgenommen werden. Jetzt ist er nur abgedeckt, dass eben nichts hineinfällt und das Wasser schmutzig macht. Aber hier werden wir getauft. Und wenn du, Joka, gut zählen kannst, zählen wir mal gemeinsam, Joka. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das hat eben 8 Ecken. Und das
Es ist nicht ein Zufall, warum das acht Ecken hat. Weil die Nummer 8, wenn sie sozusagen waagrecht gestellt ist, bedeutet Unendlichkeit, also ohne Anfang und ohne Ende. Der Taufbrunnen erinnert uns, dass wir in die Liebe Gottes aufgenommen werden. Eine Liebe, die kein Ende kennt. Eine Liebe, die immer da ist, die uns immer behütet und begleitet. Und in der Taufe, Joka, gibt uns ja Gott das Versprechen, fürchtet euch nicht, ich bin immer bei euch. Also du siehst, Joka, die Orte in der Kirche, die erzählen uns etwas. Und hier drüben, Joka? Ja, da kommst du immer heraus. Genau, da drinnen ist die Sakristei, der Ort, an dem sich der Priester und die Ministranten auf die Messe vorbereiten. Und weißt du was, Joka? Uns wird es natürlich freuen, wenn die Kinder auch diesen Dienst machen, Ministranten werden. Liebe Kinder, nach der Erstkommunion besteht ja die Möglichkeit. Vielleicht können wir auch Joka dazu überreden, dass ihr Ministranten werdet und uns helft bei der Messe, indem ihr zum Beispiel die Gaben zum Altar bringt, Kelch und die Brotschale oder auch Läute. Joka, weißt du, warum immer bei der Messe geläutet wird? Damit alle wieder wachgerüttelt werden? Ja, das ist auch vielleicht bei einigen der Fall, dass sie eingeschlafen sind. Aber früher war ja die Messe oft auf Lateinisch, also eine Sprache, die nicht alle immer gekonnt haben. Und damit sie wissen, jetzt ist der wichtige Moment der Wandlung, wurde geläutet. Da haben dann alle aufmerksam nach vorne geblickt, wo dann eben, wie wir gehört haben, das Brot zu Jesus selbst geworden sind. Oh, Pater Bernhard, das war jetzt aber wirklich spannend. Endlich kenne ich ein bisschen besser die Orte in der Kirche und weiß auch, was sie bedeuten. Danke. Bitte, Joka. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Kinder. Ich würde mich freuen, wenn ihr oft vorbeikommt. Und wenn es einmal möglich ist, wenn das Wetter wieder wärmer ist, können wir uns mal hier treffen, damit wir auch die Orgel uns anschauen. Aber vor allem, Joka, das wird auch dich sehr interessieren, dass wir raufgehen zu den Glocken und wir den Ort sehen, wo eben geläutet wird, die Einladung an alle ist, dass sie zur Kirche kommen, um gemeinsam zu feiern. Alles Gute, liebe Kinder. Tschüss!